Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vocal Cutting Video. Ich hatte in einem meiner letzten Videos angekündigt, dass ich nochmal auf das Schneiden von Rap Vocals genauer eingehen will. Das war ein Video mit Stimme mischen. Ja, ich finde, dass beim Produktionsprozess das ordentliche Schneiden von Vocals genauso wichtig ist wie das gute Mischen. Denn die Stimme kann nur dann gut klingen, wenn sie on point zum Beat sitzt und wenn sie gut verständlich geschnitten ist. Also wenn es mehrere Spuren gibt, dass diese richtig synchron zueinander sind und dass Störgeräusche entfernt werden. Hierfür habe ich ein Projekt von Ben mitgebracht. Das war ein Song, den wir vor einem halben Jahr recorded haben. Und das ist im Moment noch unbearbeitet. Also wir haben im Moment noch keine Cuts hier in diesem Projekt. Ich spiele es euch erstmal vor, wie es jetzt klingt, und dann schauen wir uns mal an, was wir hier tun können. Ja, auf der oberen Spur liegt wie immer der Beat und die nächsten vier Spuren sind die Vocals. Hier haben wir wieder zwei Vocals jeweils parallel aufgenommen, damit wir sie schön stereo legen können, wie in dem letzten Video erklärt. Du stehst auf, nachtverbrannte Augen, läufst durch alte Kippen und blickst nach draußen. Das Abenteuer gestern war wieder mal extrem, noch immer pulsiert Alkohol in meinen Venen. Der Geschmack von ihren Küssen liegt noch auf deinen Lippen, doch dein Kopf fühlt sich an, als würde er zerspringen. Du schleifst dich durch den Flair auf den Flur bis in die Küche, langsam kommen Zähne fetzende Erinnerungsstücke. Wieder und wieder sitzt du allein und verkatert, da ist schon geil, wenn die Nacht permanent den Abend jagt. Okay, so klingt's im Moment. Abgefahrener Beat. Und ich schaue mal kurz in den Mixer. Hier sehen wir genau, dass ich immer die Audio 1 und 2 leicht links und rechts Stereo verschoben habe und die 4 und 5 auch. Das ist in diesem Fall ganz besonders spannend, weil wenn zwei Vocalspuren gleichwertig und gleich laut sind, dann müssen sie absolut synchron sein, damit man sowas machen kann. Okay, wie bekommen wir jetzt Synchronität hin? Das Allerwichtigste beim Cutten ist, leere Stellen wegzuschneiden. Alles, wo Störgeräusche drauf sind, das brauchen wir nicht. Dazu mute ich erstmal den Beat, dass wir nur die Vocals hören, und deaktiviere das Raster, damit ich mich hier zwischen den Takten auch bewegen kann und überall anfangen kann zu hören, wo ich will. Ja, hier hat er Luft geholt vorher, das soll natürlich nicht mit drin sein, deswegen schneide ich hier relativ hart. Ich kann hier noch ein bisschen näher ran scrollen. Genau. Und hiermit kann ich mir die Audiospur auch nochmal vergrößern, sodass ich mehr von den Wellen sehe. Also hier sehe ich, okay, an dieser Stelle hat er geatmet und hier beginnt er dann zu rappen. Und das ist in beiden Spuren nicht ganz synchron. Ich würde also jetzt mal hier schneiden, habe die gerade beide ausgewählt, kann jetzt hier vorne die leeren Bereiche löschen. Und jetzt ist halt die Frage, okay, wo fängt er hier wirklich an, in der Luft, Luft zu holen, und beziehungsweise wann hört er auf damit und wann geht der Rap los? Da höre ich mir die Spur jetzt mal einzeln an. Du stehst auf, du stehst auf. Ja, wenn ein Rap-Text mit einem G oder einem D am Anfang beginnt, neigen sehr viele Leute dazu, ein N vorher zu sagen. Also sowas wie du stehst oder einen guten Tag. Da ist klanglich ein N davor, was aber dort gar nichts zu suchen hat. Das heißt, wir schauen uns mal an, ob wir in der Wellenform, wenn wir richtig schön weit rangehen, sehen können, wo das D von du eigentlich anfängt. Du stehst auf. Du, du. Du stehst auf. So, und da müssen wir leicht einfaden hier. Das heißt, es wäre blöd, wenn wir jetzt hier hart einsetzen lassen, weil das kann es passieren, dass dadurch tiefe Frequenzen hinzukommen, die wir nicht haben wollen. Eine schöne Funktion in Cubase ist auch, in den Wellenformen zu schneiden, sodass wir in den Nulldurchgängen der Wellenform, also quasi in den Tälern hier, immer wenn wir die Mittellinie passieren, sozusagen schneiden. Die lässt sich hier oben aktivieren. An dieser Stelle. Die soll also unbedingt an sein, wenn ihr solches Cutting macht. Das heißt, wenn ich mich hier bewege, schneidet er immer nach der negativen Halbwelle im Nulldurchgang. Okay, wo hatten wir das Du jetzt gefunden? Du stehst auf. Da ist noch ein N. Du stehst auf. So, und jetzt können wir ein bisschen einfaden. Ihr seht, da werden die Wellenformen hier kleiner. Du stehst auf. Das war ein bisschen zu viel. Du stehst auf. Sowas in der Richtung. Ein bisschen N ist noch da, aber das ist in Ordnung. Besser, als wenn was vom D fehlt. Und dasselbe mache ich in der oberen Spur. Du stehst auf. Da ist wieder ein N da gewesen. Du stehst auf. Du stehst auf. Gut. Beide zusammen angehört, klingt jetzt so.
Du stehst auf. Und wir sehen hier schon in diesem Wellenbild, dass diese Spuren nicht synchron zueinander sind. Das U von dem Du ist das, was wir hier sehen. Genau, und das ist im Moment nicht an der gleichen Stelle. Das heißt, ich gehe mit der Schere rein und jetzt ist die Frage, an welchen Stellen könnt ihr schneiden in der Spur? Und zwar, Grundregel dabei, immer an den leisesten Stellen ist wichtig und niemals in den Vokalen. In den Vokalen zu schneiden ist sehr schwierig. Dafür muss man sich ein bisschen damit auskennen, wie die Wellenformen dort in den Vokalen verlaufen. Das heißt, sobald ihr Zischlaute habt, sowas wie Sch, Ch oder ein T oder sowas, lässt sich wunderbar drin schneiden, weil das ist ein chaotisches Signal und dort ist egal, ob da ein bisschen was verloren geht von dem Sch oder nicht. Bei einem A oder einem anderen Vokal ist es schon wieder ganz schwierig. Das heißt, ich gehe jetzt an diese Stelle hier in der unteren Spur rein und schiebe die untere Spur jetzt, nachdem ich sie ein bisschen gekürzt habe, so, dass sie absolut synchron zur oberen liegt. Dafür kann ich mir den Cursor nochmal an die Position hier bewegen und mir ansehen, aha, hier geht der Vokal los, das U. Hier ist die lauteste Stelle und hier wird sie wieder leise. So, das heißt, das sollte hinreichend synchron sein. Das wollen wir danach crossfaden, aber das mache ich erst, nachdem ich mir hier die nächste Stelle angeschaut habe. Denn hier, du stehst auf, das hier ist das T und das ist da oben das T, das ist auch nicht ganz synchron. Stehst auf. Da wird das E sein. Stehst auf. Stehst auf. Das ist das E und das ist das S. Das heißt, ein S ist wieder ein Zischlaut, hier kann ich wunderschön drin schneiden. Gehe ich also in das S rein und schiebe das wieder synchron. So, jetzt wo ich die beiden ungefähr passend habe, nehme ich eins der beiden, das Überlappungen enthält und drücke auf X. Das nennt sich Crossfade und damit kann ich auf beiden Seiten die Audiodatei vorher ausblenden und die nächste einblenden. Das sehen wir jetzt hier, das ist ein Crossfade. Und hier hinten haben wir diesen Crossfade auch. Wunderbar. So, jetzt hören wir uns das mal zusammen an und es sollte schon synchroner klingen als vorher. Du stehst auf. Ja, du stehst. Hier ist das T von stehst und das ist hier an einer anderen Stelle. Das heißt, hier haben wir schon wieder einzusetzen. Wichtig wäre jetzt, wenn ihr zwei Vocalspuren, die zueinander synchron werden sollen, habt, dann solltet ihr nur in einer von beiden schneiden, weil ihr sonst nicht mehr synchron zum Beat seid. Das heißt, ich habe angefangen in der unteren zu schneiden, also bleibe ich auch bei der unteren. Die obere bleibt synchron zum Beat, so dass ich mich hier nicht verhedder am Ende. Gut, das kann ich jetzt an dieser Stelle auch noch machen. Hol mir jetzt das T hier vor, da wo es hingehört. So. Du stehst auf. So, haben wir ein Auf. Und hier ist jetzt das Problem, okay, hier kommen wir nur in den Vokal. Hier geht es nur bei dem Au. Und das ist gerade sehr schwierig, weil von einem A zum U verändert sich ja der Vokal. Das heißt, es ist egal, wo ich jetzt hier schneide, das klingt blöd. Ich zeige euch das mal. Also wenn ich an dieser Stelle schneiden würde, wäre der ungefähr so synchron. Und wir müssten das hier alles rausholen. Das kann ich auch mit einem Crossfade tun. Wenn ich eins der beiden anfasse, kann ich mir hier anschauen, okay, wie kann ich die Wellenform relativ gleich zu den darunterliegenden bekommen. Das wäre vielleicht so eine Position, wieder den Crossfade. Du stehst auf, nachtverbrannte Augen. Und es ging in diesem Fall sogar. Das klappt aber nicht immer. Im Zweifelsfall, wenn es nicht klappt, lasst es asynchron. Darin zu schneiden ist echt, ja, schwierig. Du stehst auf, nachtverbrannte Augen, läufst durch alte Kippen und blickst nach draußen das Abend. So, wir hören hier an dem Track, dass Bens Stimme verschieden hoch ist. Das lässt sich in Cubase auch wunderschön anzeigen, wenn ich per Doppelklick auf eine Audiospur klicke und hier im Vari Audio den Pitch und Warp mir anzeigen lasse. Das sind jetzt alle Stellen, die eine definierbare Tonhöhe haben von dieser Audiospur und ja, die kann ich jetzt auch in der Tonhöhe korrigieren hier einzeln. Das heißt, die kann ich anfassen und nach oben und unten schieben. So, das geht bei Cubase wunderschön und dabei geht selten was verloren. Es klingt manchmal ein bisschen schräg, wenn man solche Passagen hier nach oben und unten schiebt, weil der Rauschanteil hier auch versucht wird, dann mit zu pitchen und das klappt nicht. Das wird immer Blödsinn. Sollte also so eine Stelle zu verschieben sein, kann man hier mit dieser Segmentschere reingehen und nochmal hier feiner schneiden, so dass keine Rauschanteile jetzt in diesem Segment da sind. Also wenn ich das Segment jetzt nach oben und unten schiebe, Abenteuer gestern war,
Das Euer ist das sozusagen hier. Wir hören uns mal nur die Spur an, die wir gerade hören. Abenteuer gestern war, Abenteuer gestern war. Wenn ich das Euer betonen will, schiebe ich das also hier zum Beispiel nach oben. Abenteuer gestern war, Teuer war, Abenteuer gestern war, ja. Okay, rückgängig das Ganze. Und wir schauen uns mal an, in welchen Stellen hier verschiedene Tonhöhen sind. Dick kippen und blickst nach draußen, das Abenteuer gestern war. Nachtverbrannte Augen. Nachtverbrannte Augen. Ja, in dem Wort verbrannt hören wir, dass das A verschieden hoch ist in beiden Spuren. Die kann ich mir hier jetzt auch mal anzeigen lassen? Nachtverbrannte Augen. Nachtverbrannte Augen. Genau, hier geht er relativ tief mit seiner Stimme und in der oberen Aufnahme. Nachtverbrannte Augen. Verbrannt ist hier zu hoch, das muss hier ein bisschen tiefer. Nachtverbrannte Augen. Nachtverbrannte Augen. Verbrannt ist hier sogar das. Nachtverbrannte Augen. Nachtverbrannte Augen. Nachtverbrannte Augen. Ja, wenn man sich nicht sicher ist, welche von beiden höher ist, dann kann man die auch nochmal solo anhören. Nachtverbrannte Augen. Und die untere? Nachtverbrannte Augen. Ja, das heißt, die untere ist im Moment höher. Das heißt, die müssen wir nachkorrigieren. Nachtverbrannte Augen. Genau. Und zwar auch die Augen. Nachtverbrannte Augen. Läufst. Augen. Hier geht er hoch mit der Stimme danach. Das wollen wir nicht. Nachtverbrannte Augen. Läufst durch. Genau. Indem ich Shift gedrückt halte, kann ich außerhalb des Rasters der Töne hier diese Segmente verschieben. Ja, wenn ich Shift loslasse, springt er hier zwischen den Tönen hin und her. Und das wollen wir eigentlich nicht. Deswegen halte ich Shift und kann hier außerhalb dieses Rasters bewegen. Nachtverbrannte Augen, läufst durch alte Kippen und blickst nach... Ja, hier gibt es jetzt noch viele asynchrone Stellen. Ich würde das, was ich hier vorne gemacht habe, mit dem Schneiden jetzt überall in dieser Spur machen, sodass das Kippen und läufst synchron zueinander wird. Also da hört man schon im Moment klare Unterschiede. Aber ich denke, ihr habt die Idee verstanden. Was noch spannend ist an dieser Stelle, es gibt in Cubase die Möglichkeit, entweder, also wenn mehrere Instanzen einer Audiospur vorhanden sind im Projekt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn ich diese bearbeite, dass er auch die vorderen Teile, wo dieses Segment nochmal auftaucht, nämlich diese hier, mitbearbeitet, oder dass er die einzelnen bearbeitet und sozusagen immer eine neue Version erzeugt. Wenn ihr euer Projekt schon geschnitten habt und dann in solche Sachen wie Tonhöhen reingehen wollt, macht es unbedingt Sinn, nur eine Version dieser Audiodatei zu haben, also nicht immer neue Versionen erzeugen zu lassen. Dafür gehe ich mal in die Programmeinstellungen, das lässt sich hier unter den Bearbeitungsoptionen Audio einstellen. Und hier, wenn Effekte mehrfach verwendete Clips betreffen, dann möchten wir den bestehenden Clip bearbeiten. Also das unbedingt auswählen, auf Übernehmen und OK. Ja, wenn ich hier jetzt was verende, verendet ihr das auch in diesem Event. Okay, was noch wichtig ist beim Cutten. Im Rap ist es häufig so, dass man zwei oder vier Takte am Stück aufnimmt und danach neu einsetzt, einfach damit die Stimme kraftvoller sein kann an der Stelle. Und ja, diese Übergänge lasse ich jetzt immer von Leuten, die ich aufnehme, doppelt aufnehmen sozusagen. Also wenn ich hier mit meinen vier Takten, oder das sind in diesem Fall ja vier, am Ende bin, möchte ich, dass Ben jetzt hier den letzten Takt komplett mitrappt, damit er die Stimme adaptiert von vorher. Genau, damit seine Stimme gleich klingt. Weil sonst hört man den Übergang zwischen so zwei separaten Audio-Events sehr stark. Ich zeige euch das mal hier. Und blickst nach draußen, das Abenteuer gestern war wieder mal extrem, noch immer pulsiert Alkohol in einen... Man merkt, dass er hier am Anfang noch ein bisschen an seiner Stimme arbeiten muss, um auf den alten Stimmenklang zu kommen, den er hier oben in der anderen Spur hat. Und dadurch, dass er das mit auf den Ohren hat beim Aufnehmen, kann er das schaffen, das zu adaptieren. So, wir können die neue Spur mal solo anhören. Man hört jetzt richtig, ja, wie er diese Stimme sucht. Das Abenteuer gestern war wieder mal extrem. Ja, das würde zum Beispiel noch gar nicht reinpassen. Okay, gehen wir mal an die Stelle, weil jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie wir faden können, wie wir springen können von der oberen Aufnahme in die untere. Das Abenteuer gestern war wieder mal extrem, noch immer... Okay, das war ist, ich glaube, dieses hier. War wieder mal extrem. Genau. Und es würde sich lohnen, in dem W reinzugehen, denn das ist erstens die leiseste Stelle. Außerdem ist es eine Stelle, wo das war gleich klingt, also ziemlich ähnlich klingt in beiden Aufnahmen. Und
Ja, das ist relativ weit hinten, so dass die Stimme schon gut adaptiert hier ist. Problem ist jetzt, wir sehen, das ist nicht ganz synchron. Wenn ich jetzt aber diese kompletten Spuren hier nach hinten schieben würde und synchron machen würde, wäre der Rest ja nicht mehr synchron. Das mache ich also nicht, sondern muss irgendwo schneiden. Da höre ich mir das mal auf dem Beat an, ab welchem Moment in der unteren Aufnahme er wieder genau on point ist. War wieder mal extrem noch. Mit Beat bitte. War wieder mal extrem noch, immer pulsiert an. War wieder mal extrem noch, immer pulsiert an. War wieder mal extrem noch, immer pulsiert Alkohol in meinen Venen. War wieder mal extrem noch, Es wäre zum Beispiel möglich, in dem R von dem War hier schon zu schneiden und nur das War zu synchronisieren. So, was tue ich jetzt hier? Ich schneide vor dem A, also in dem W, und lösche die beiden unteren hier raus, was wir nicht brauchen, nämlich das davor. In der oberen schneide ich das weg, was danach kommt. Das wollen wir nicht haben. Das ist ja das A. So, das heißt, oben und unten ist der Schnitt jetzt in dem W. So, das obere behalte ich noch kurz, damit ich synchronisieren kann. Und schneide hier nochmal. Das ist nach dem R. So, jetzt schiebe ich die untere Spur, aber nur den vorderen Schnipsel, weil der Rest, den möchte ich ja synchron behalten. Schiebe jetzt so, dass das War mit dem oberen übereinstimmt. Die Wellenform hier unten sieht auch ganz anders aus. Das ist, merkt man schon, dass die Stimme ganz anders klingt, als sie es sollte hier. Gut, jetzt crossfade ich mein Schnipsel hier in diese neue synchrone Spur und kann das oben löschen. Und jetzt müssen wir einen Crossfade simulieren. Das mache ich, indem ich ein klein bisschen überlappen lasse, solange es noch leise ist, also solange wir noch in dem W sind. So, fade das aus und hier unten fade ich das Ganze ein. So, achte dabei darauf, dass oben und unten genau gleich viel Platz gefadet wird. Also das ist jetzt quasi ein Crossfade, ohne dass man auf derselben Spur liegt. Wir hören uns das Ganze solo an. Abenteuer gestern war wieder mal extrem noch immer. Abenteuer gestern war wieder mal extrem noch immer. Ja, man hört hier trotzdem einen großen Stimmsprung. Abenteuer gestern war. Das Abenteuer gestern war. Das heißt, wir haben an einer schlechten Stelle geschnitten. Es wäre zum Beispiel auch möglich, in dem Abenteuer hier zu schneiden. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch gut funktioniert. Das Abenteuer gestern war wie. Das Abenteuer gestern war. Das Abenteuer gestern war wieder mal extrem noch. Genau, also ich achte hier wieder auf dieselben Punkte wie gerade eben beschrieben. Und hier haben wir das jetzt bis zu dem A. Und hier würde ich sogar das noch ein bisschen wegnehmen, damit, wenn das A klingt, dass nichts mehr von dem S zu hören ist. Dass es leicht reinfadet, so ungefähr. Das Abenteuer gestern war wieder mal extrem noch immer pulsiert draußen. Das Abenteuer gestern war wieder mal extrem noch immer pulsiert Alkohol in einen Wehen, der Geschmack von ihren... Ah ja, hier an der Stelle war es sogar gewollt, dass die Stimme ein bisschen unterschiedlich klingt, weil der Beat hier von ja, einer sehr leisen Passage, wo nur Kickdrum da ist, zu ziemlich viel Dubstep-Elementen faded. Du stehst auf, nachtverbrannte Augen, läufst durch alte Kippen und blickst nach draußen. Das Abenteuer gestern war wieder mal extrem, noch immer pulsiert Alkohol in einem Wehen, der Geschmack von ihren Küssen liegt noch. Ja, im Übergang könnte man jetzt zum Beispiel das auch noch ein bisschen leise machen. Auch per Crossfade wieder, damit es ein bisschen Übergang gibt. Und das ist hier sehr laut, das könnte man ein bisschen angleichen. Blickst nach draußen, das Abenteuer gestern war wieder mal extrem, noch immer pulsiert Alkohol in. Blickst nach draußen, das Abenteuer gestern war wieder mal extrem. Blickst nach draußen, das Abenteuer gestern war wieder mal extrem, noch immer pulsiert Alkohol. Ja, so in etwa. Das sind die wichtigsten Basics, die ich vermitteln möchte zum Schneiden. Und ich hoffe, ihr habt hier vielleicht ein bisschen was gelernt. Das sind Sachen, die funktionieren so in Cubase. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Tastaturbefehle in anderen Programmen sind, aber ich bin mir sicher, dass bei Audiobearbeitung macht es immer Sinn, sozusagen unter diesen Gesichtspunkten zu schneiden. Ja. Wenn ihr noch weitere Spuren habt, sowas wie Adlibs oder so, dann müssen die natürlich auch synchron sein zu euren anderen Gesangsspuren und das könnt ihr genau mit dieser selben Methode machen. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß beim Produzieren und bis zum nächsten Video. Ciao!